Am 26. März 2009 hat die Bundesregierung die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Und damit bekennt sich Deutschland zur umfassenden Inklusion für Menschen mit Behinderung. Allerdings ist die Wahrnehmung gerade Betroffener eine andere, denn Menschen mit Behinderung scheinen immer noch nicht mit gleichen Rechten und Möglichkeiten ausgestattet zu sein wie Menschen ohne Behinderung. Beispiele gibt es da viele, sei es der barrierefreie Zugang zur Arztpraxis oder einfach die Teilhabe an öffentlichen Veranstaltungen. Selbst bei Bahnfahrten erleben Menschen mit Behinderung oft Einschränkungen, die eigentlich seitens der UN-Behindertenrechtskonvention vermieden werden sollten. So kann die Teilhabe an einem abendlichen Konzert schon dadurch vermieden werden, dass der Mobility Service nach Konzertende bereitgestellt wird. In der ganzen Zeit, wo offensichtlich nichts geschehen ist, war Deutschland in der Hand von der Union und diese stellte als Kanzlerin Angela Merkel auf. Von der gesamten Unionsregierungszeit war die SPD mit in der Regierungsverantwortung, hatte uns gegenüber aber schon im letzten Jahr oft artikuliert, dies war mit den Koalitionspartnern leider nicht zu machen. Solche Formulierungen kamen allerdings auch von der Union. Jetzt herrscht allerdings ein anderer Wind in der Bundesregierung. Auch wenn krisenbedingt davon bei der Behindertenpolitik noch wenig zu spüren ist, fragen wir doch mal nach. Die Bundesregierung plant die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, aber es müssten eigentlich seit über 25 Jahren alle Bundesregierungen planen. Denn Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz schreibt schon seit dieser Zeit vor, dass in Deutschland kein Mensch aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Und die UN-BRK ist etwas präziser in den Ausformulierungen, aber das grundsätzliche Ansinnen, dass Teilhabebedarfe, die ich habe, in unserer Gesellschaft nicht mehr dafür führen dürfen, dass ich von der Teilhabe an Kultur, an medizinischer Versorgung, am allgemeinen Leben ausgeschlossen bin, das muss jede Bundesregierung verpflichten, egal ob aus UN-BRK oder Grundgesetz. Und dazu gehören neben den Dingen, die wir schon besprochen haben, einem inklusiven Arbeitsmarkt, der Barrierefreiheit im Verkehr, insbesondere im öffentlichen Nahverkehr und im baulichen. Dazu gehört auch ein einfacher Zugang zu den Rechten, die man hat. Denn das Bundesteilhabegesetz, das SGB IX in Deutschland, ist ein sehr komplexes Werk, das viele Rechte zubilligt, die aber bei den Menschen nicht ankommen. Dazu gehört auch der erleichterte Zugang zu Assistenzsystemen, zu Assistenzhunden beispielsweise, aber auch zu technischen Hilfesystemen, die heute immer noch zum Teil vorhanden, aber nicht finanziert oder zu Unrecht häufig abgelehnt werden. Auch das wollen wir ändern, indem wir zu einer Klarstellung, einer deutlichen Evaluierung und Vereinfachung des Bundesteilhabegesetzes kommen. Der Bundestagsabgeordnete hat es eben verdeutlicht. Viel Verantwortung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention liegt gar nicht bei der Bundesregierung, sondern ist reine Ländersache. Das fängt bei der Inklusion im Bildungssystem an, geht weiter über das Baurecht, um Gebäude auch barrierefrei gestalten zu können, betrifft aber auch den öffentlichen Personennahverkehr der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Der Parlamentarier Tekes Mehmet Ali von der SPD macht deutlich, wie es wirklich um die Themen der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention steht. Also wir haben ja die UN-BRK schon seit 2009 und wir haben erstmal 2016 geschafft, mal ein Bundesteilhabegesetz zu verabschieden. Das ist schon sehr, sehr traurig gewesen. Die Bundesregierung hat viel gemacht. Also ich finde, mit dem BTHG haben wir schon einen wesentlichen Schritt geleistet, um vieles andere ins Rollen zu bringen. Aber ich sage Ihnen auch eins, was so ziemlich schief läuft. Ich kann nicht auf der einen Seite so ein tolles Bundesteilhabegesetz verabschieden, was eigentlich dem BRK im Gesetzestext nach Genüge trägt. Aber auf der anderen Seite habe ich dann so Länder, die verabschieden teilweise Landesheimbauverordnungen. Ja, den Bau, was ich gerade erwähnt habe, von 24er Wohnheimen, ja, was teilweise aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert werden soll, weil sie es ja dann ganz schlau machen. Die schreiben dann beim Förderbescheid drüber, Wohnheim, jetzt halten Sie sich fest, für WFBM-Beschäftigte. Ja, die begründen das dann so, naja, es ist ja Teilhabe am Arbeitsleben, aber für die Menschen, die in der WFBM arbeiten, damit sie arbeitsortnah wohnen können. Also das muss man sich mal reinziehen. Ja? Das ist alles andere als das, was wir in der UN-BRK uns wünschen und vor allen Dingen auch im Bundesteilhabegesetz wünschen. Wir haben sämtliche Normen geschaffen, um den individuellen Wohnraum zu fördern. Dass es immer mal Situationen geben wird, dass Menschen in einer WG wohnen, vielleicht doch in Institutionen wohnen müssen, aufgrund der Schwere der Fälle oder des Bedarfs und so weiter. Das ist unumstritten. Aber grundsätzlich mal überhaupt gar nicht an Wohnangebote zu denken, die in eine ganz andere Richtung gehen können, das finde ich beinahe beschämend. Da passiert ja sehr, sehr wenig auch. Wir haben
insbesondere bei uns in Deutschland über den Föderalismus ein echtes Umsetzungsproblem der UN-BRK. Das muss man einfach sagen. Und ich will deshalb auch parlamentarisch bei der Umsetzung des BTHGs darauf schauen, dass wir das nicht nur mit der BTHG-Brille quasi schauen, sondern mit der UN-BRK-Brille schauen, dass das BTHG das Instrument nur ist, um die UN-BRK hier vor Ort auszuführen. Das kann es nicht alleine. Aber ich glaube, wir müssen mit den Ländern sondern wir werden mit den Ländern viel mehr ins Gespräch gehen müssen. Und eins will ich nicht hören, und da kriege ich schon wirklich zu viel bei dem Gedanken, wenn der Bund sich hinstellen würde und sagen würde, naja, wir sind für die Umsetzung des BTHGs nicht zuständig. Das will ich nicht hören. Also wenn ich als Bund vor Ort merke, oh, wir haben ein Umsetzungsproblem, dann kann ich ja einfach nicht weggucken und sagen, die Kompetenz liegt nicht bei uns. Dann muss ich ganz dringend mit den Ländern ins Gespräch gehen und sagen, wo seid ihr überfordert? Ja? Und ich würde mir schon, das ist mein persönlicher Wunsch und meine persönliche Meinung, ich würde mir schon in dem Bereich mehr Bundeskompetenz wünschen, auch in der Umsetzung. Wie hier gerade deutlich wurde, ist eben nicht nur die Bundesregierung, die Verantwortung trägt, sondern in vielen Bundesländern gibt es Situationen, wo kommunalpolitische Entscheidungen nicht immer das repräsentieren, was seitens der Bundesregierung durch ihre Möglichkeiten geregelt werden soll. Deutlich wird das durch das Baurecht. Hier stehen eben nicht die Bundesregierung in Verantwortung, sondern die Bundesländer. Es sind somit die Landesregierungen, die barrierefreies Bauen oder den barrierefreien Zugang zu bestimmten Institutionen wie die Arztpraxis am Ende regeln müssen. Ja, ohne Witz, ne? Also wir sind ja an keinem Punkt so weit, dass man sagen könnte, wir haben die Bedingungen der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt. Also wir können die Politikbereiche und die Lebensbereiche durchgehen und uns die Frage stellen, haben wir das Recht auf inklusive Teilhabe an Arbeit realisiert? Haben Kinder die Möglichkeit, inklusive Schulen zu besuchen? Ist das Gesundheitssystem zugänglich? Gibt es politische Partizipation für alle Menschen mit Beeinträchtigungen? Haben wir die Frage der Deinstitutionalisierung? Das ist ja die große Frage, wie bauen wir die Sonderwelten ab? Egal in welche Bereiche man schaut, natürlich ist dann nichts realisiert. Und das Schlimme ist ja, dass in bestimmten Bereichen die Entwicklung eben nicht progressiv, also nach vorne gerichtet, das wird nicht besser, sondern es wird eher schlechter. Und da ist der Bildungsbereich so ein Punkt, ne, wo man sagen kann, wir haben Bundesländer, in denen heute mehr Kinder Förderschulen besuchen, als zur Zeit der Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahre 2009. Also mehr Kinder gehen auf Förderschulen und gleichzeitig haben an Regelschulen mehr Kinder einen Förderstatus. Das heißt also, wir haben immer mehr als Förderkinder gelabelte Mädchen und Jungs, denen damit wirklich auch Bildungschancen und Teilhabechancen geraubt werden. Und das darf man so nicht akzeptieren. Und da kann sich auch keine politische Partei irgendwie aus der Verantwortung stehlen. Und das sind eben keine Themen, die irgendwas mit der sozusagen mit irgendwie momentanen Stimmungslagen zu tun haben, sondern jedes einzelne Kind hat ein Recht darauf. Und wir als Politik sind gefordert, die Strukturen so zu verändern, dass eben die Rechte auch im Einzelfall realisiert werden können. Und ich kann sagen, ich würde mir oft wünschen, dass auch die Gerichte, die ja im Zweifelsfall in solchen Fällen entscheiden, wenn Kinder zum Beispiel zum Förderschulbesuch genötigt werden, dass die sozusagen das auch im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention tun. Also da ist die Frage, inwieweit sind Behörden, aber inwieweit sind auch Gerichte und die Justiz sozusagen geschult darin, quasi dieses Recht dann eben auch im Konkreten anwenden zu können. Das ist übrigens ein anderer Bereich, wo wir wirklich Nachholbedarf haben. Da war auch wieder der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema Triage übrigens ein Stück weit wegweisend, weil der Bezug zur UN-Behindertenrechtskonvention wirklich umfänglich dargelegt worden ist, was mich an der Stelle wirklich auch gefreut hat. Aber die Bildung ist ein Bereich, an dem man deutlich machen kann, das ist ein Riesenproblem. Werkstätten ist natürlich ein zweites, wo wir eben keine zurückgehenden Zahlen haben, sondern wir haben permanent steigende Zahlen. Ja. Das heißt also, die Strukturen sind nicht vorbereitet. Das ist eine politische Aufgabe und da müssen wir uns alle an die Nase fassen. Ja. Kaum deutlicher hätte man es sagen können, wir sind an keinem Punkt so weit, dass man sagen könnte, wir hätten die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt.
Bei einer solchen Aussage stellt sich schon die Frage, was denn bitte die Bundesregierung außer die Umsetzung eines Bundesteilhabegesetzes gemacht hat. Selbst das Bundesteilhabegesetz ist mehr als lügenhaft und hat mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention noch wenig zu tun. Selbst die Abgeordnete Stefanie Effner betont zur Umsetzung. Naja, wir sind ja noch gar nicht in der Umsetzung so richtig. Wir haben die Richtlinien dazu formuliert. Ich finde das an dieser Stelle sehr schwierig und wir werden uns das angucken. Es muss sichergestellt sein, dass die Menschen, so wie es in der UN-Konvention steht, das Recht auf freie Wahl des Wohnortes haben. Und das Problem an dieser Stelle finde ich, so wie die Richtlinie aussieht, es dreht Verantwortlichkeiten um. Also ich muss innerhalb bestimmter Fristen, wenn ich zum Beispiel neu ein Mensch mit Beatmung werde aus dem Krankenhaus entlassen, will nach Hause, braucht dafür die intensivmedizinische Versorgung, dann muss ich innerhalb von bestimmten Fristen Ärzte mit ganz bestimmten Qualifikationen haben, die mir das verordnen. Wenn ich die nicht finde, geht es zu meinen Lasten. Dann kriege ich die Versorgung nicht. Genauso, wenn Dienste schlechte Qualität erbringen, es kann nicht die Konsequenz sein, dass ich als Leistungsberechtigter, der ja gar nichts dafür kann, dann im schlimmsten Fall tatsächlich aus meiner Wohnung in eine Einrichtung ziehen muss, sondern es gibt einen Sicherstellungsauftrag der Krankenkassen und den müssen sie erfüllen. Jetzt ist das so ein bisschen schwierig, weil das eine Richtlinie vom gemeinsamen Bundesausschuss ist. Wir haben uns aber vorgenommen, das tatsächlich zu überprüfen und genau diese menschenrechtliche Ausrichtung, ich kann meinen Wohnort wählen wie jeder andere, das müssen wir an der Stelle umsetzen, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen Arbeit werden. Es wird also deutlich, dass zumindest bei der Bundesregierung das Signal angekommen ist, wie schlecht die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den vergangenen Union-Regierungszeiten erfolgt ist und welche Herausforderungen die Bundesregierung aktuell sieht. Am Ende einer jeden Wahlperiode wird aber erst die Leistung einer Bundesregierung gemessen und es wird sich dann zeigen, wie gut welcher Punkt umgesetzt wurde. Trotzdem darf auch nicht vergessen werden, dass die Bundesregierung allein nicht verantwortlich dafür ist, wie die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird, sondern hier die Bundesländer und Kommunalpolitikerinnen und Politiker genauso gefordert sind. Das beste Bundesgesetz wird zu keinem Erfolg führen, wenn am Ende die Kommunalpolitikerinnen und Politiker einer Gemeinde oder eines Ortes an den Umsetzungen nicht mitwirken.